Ja, Leute, weiter geht's mit Theme Hospital. Tag auch an der Stelle wieder. Ja, und ich muss mich erstmal bedanken für die vielen Tipps. Und ich habe es mir wirklich jetzt nochmal angeschaut. Und ihr habt recht, ich habe total den OP übersehen. Ich werde ich in Zukunft auch immer komplett anders machen. Und ich denke mal, ich werde einfach mit dem Krankenhaus mal abhaken, weil ihr seht ja selbst, was hier los ist. Das werde ich dann beim nächsten hoffentlich ein bisschen besser machen. Ja, OP hier unten, das können wir uns gerade mal anschauen. Da kommt jetzt auch schon die Patientin, da kommt dann auch der andere Arzt. Ihr habt mir echt ja viele Tipps geschrieben und ein paar Sachen sind mir auch wirklich noch unbekannt gewesen. Die Sache, dass man natürlich zu viele Ärzte hat und dass man die auch festhalten kann im Raum, das wusste ich, hatte ich nur wieder vergessen. Und das mit dem Grün hier unten, also ich dachte echt immer, dass die halt schnell sind, wenn die quasi hinten diesen Status haben. Was ich dann auch natürlich mit dem höheren Gehalt dann erklären würde, aber gut, ich nehme das einfach mal so alles hin, was ihr sagt und werde mich da ein bisschen dran orientieren. Ich wusste auch gar nicht, dass hier die Rezeption erschöpft sein kann. Also das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, weil ich kann die doch gar nicht anklicken hier. Ich kann mir die hier anschauen, ja. Fähigkeiten, Erschöpfung. Die ist halt wirklich erschöpft, ne? Beziehungsweise wurde auch nicht erschöpft, muss man sich mal angucken hier. Wenn ich den hier sehe. Ui, was war das denn gerade? Weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Kleinen Soundbug. Und ja, habt ihr auch gesehen, ich habe hier auch den Röntgenapparat jetzt bekommen hier. Den werde ich allerdings jetzt nicht mehr bauen. Und das mit der Forschung, das kann ich auch noch mal kurz sagen. Man kann, natürlich, ich weiß, man kann auch Leute in die Forschungsabteilung schicken. Und da sind die bei mir früher mal richtig draufgegangen. Und da gab es richtig Abzüge. Deswegen habe ich das irgendwann nicht mehr gemacht. Die Empfangsdame ist total ausgelastet. Also das habe ich auch noch nie gehabt. Beziehungsweise noch nie so richtig. Dann schmeißen wir die einfach raus. Wenn das geht. Geht gar nicht. Ah, hier. So, holen wir uns halt einfach eine neue Empfangsdame. Ich weiß nicht, wie ich die hätte greifen sollen. Also so ein paar Sachen muss ich wohl auch erstmal wieder lernen. Und ja, mit den Ärzten, okay. Ich werde jetzt erstmal kurz die zwei Forscher entlassen. Ich brauche nämlich eigentlich die nicht mehr. So, Nummer 1. Und der zweite ist auch klar. Und ja, ihr habt recht, auch was diese Aktenschränke angeht, die werde ich dann beim nächsten Mal besser positionieren, weil stimmt schon, da muss hier aufstehen, immer hier hinlaufen, in den Schubladen rumwühlen und dann will ich wieder einen Schreibtisch setzen. Also da gibt es noch einiges zum Optimieren, aber nicht umsonst ist es erst das dritte Level. Und hier sieht es, glaube ich, schon ganz gut aus. Ihr seht ja, wie schnell der hier quasi da rankommt an die Aktenschränke. Monatliches Gehalt, ja. Die Moral ist hier echt unten durch. Ich gebe dem lieber gleich mehr Geld, bevor er sich gleich wieder meldet. Ich muss gerade mal schauen, wie ich... Also, wüsste ich gar nicht, wie ich hier jemanden quasi an den Raum gefangen nehmen kann, dass der quasi nicht mehr rausgeht. Muss ich mal schauen, wie das dann ging. Habt ihr auch geschrieben, dass man das machen kann. Also, wie gesagt, ich gehe heute auf viele Kommentare von euch ein. Ja, und ich hoffe jetzt generell, dass wir hier... Oh, 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 reißen sich ein bisschen zusammen. Ja, und jetzt ist hier schon eine Schlange draußen. Also, es sieht auch echt hier aus. Hier pupst und furzt jeder rum. Das ist ja schlimm hier. Ich dachte nie, dass die Sitzbänke nicht reichen würden, aber offenbar ja. Ich würde am liebsten gerne mal kurz das Krankenhaus mal kurz zumachen. Einfach mal sagen, hier geht gerade nicht mehr. Bin voll. Wo ist denn die andere Schwester? Die ist hier hinten. Die ist auch erschöpft. Ah. Und ja, aber im nächsten Hospital gibt es dann auch ein neues, wie nennt sich das? Ein größeres Erholungszimmer hier. So, 87%. Da nehmen wir einfach mal die Chance der Heilung wahr. So, und die nehmen wir... Stopp, ich will die doch nur hier nehmen. Und einfach wieder hier rein, dass wir quasi Geld verdienen. Und das Level müsste auch gleich dann vorbei sein und ja. Dann ist die kurze Folge heute auch vorbei, weil ich dachte mir eigentlich, wenn das Level rum ist, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Da schauen wir mal, ob das Level überhaupt vorbei ist hier dann. Ah, der Krankenhauswert liegt gut. 118 Patienten, ich brauche nur noch die Knete.
Wir machen einfach hier die Heizung ein bisschen kühler, da wird es noch nicht mal so teuer. Eine Schwester in die Pharma-Theke, bitte. Und das ist einfach zu lustig, wie der Typ mit der Spitzzungenabteilung da rumsteht. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ja, aber ich glaube, ich muss bald hier mehr Behandlungsräume bauen und dann halt auch das Ganze ein bisschen geordneter machen. Sie kümmern sich super um ihre Pflanzen, ja, ist ja toll. Und mittlerweile haben auch meine Handlanger hier das ganze Gekotze hier wegbekommen. Und hier die zwei, die sind halt immer im OP. Ist halt auch blöd. Dabei könnten wir doch lieber hier einen in die Allgemeinmedizin mal setzen. Ah, jetzt wollte der hier rein, ja. Also ja, muss man alles ein bisschen mehr sortieren und vielleicht reicht es ja gleich für den Gewinn des Levels. Einstellung Grafik, wir können mal hier nochmal schauen. Für alle Fans der Statistik. Wir haben 6 Ablebensfälle, sehe ich gerade. Also ich habe schon ein paar umgebracht. Ja, und die Pharmatheke, stimmt, die sollte ganz schnell an die Tür. Und jetzt will der Arzt... Will der Arzt noch mehr Geld? Hat mir gesehen, wie viel Geld er will. 719 Dollar will er haben. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt vorbei ist. Es müsste eigentlich jetzt gleich vorbei sein. Und ich muss mal aus diesem Bildschirm da oben weg. Das klingt einfach zu heftig da. So, hier, jetzt gucken wir uns mal die OP an. Na, wieso muss die sich jetzt hinsetzen? Jetzt geht's wieder los. Und jetzt wird hier operiert. Und ja, wir können ja mal kurz schauen. Der Arzt ist, ja gut, der ist auch hier relativ fit mit den Fähigkeiten. Ich glaube aber, das hängt indirekt hier mit dem Level unten noch zusammen. Man kann ja später auch noch dann, oder geht das jetzt sogar schon? Gerade mal schauen. Hier diesen Lehrerraum quasi machen, wo man quasi 63%... Nee. Das machen wir nicht. Also wo man quasi, na, wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt wurde ich abgelenkt. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, genau. Ich weiß es echt nicht mehr. Die blöden Chirurgen, die haben mich voll aus dem Konzept gebracht. Was war das denn gerade? Boah, kennt ihr das, wenn man irgendwas gerade sagen wollte und dann eine Sekunde später weiß man es nicht mehr. Also das passiert ja jedem. Mal. Und ich muss offenbar nach dem Monat die Knete hier haben, sonst schaffe ich das Level nicht. Ja, und da habe ich's. Das war eine schwere Geburt und das Krankenhaus sah ja zum Schluss aus wie Sau. Gut, dass wir das geschafft haben. Und ich krieg wahrscheinlich wieder ganz viele Äpfel. Ja, sie werden ein Gehalt von 22.706 Äpfeln erhalten. Jam, jam, jam. Möchten Sie eine Stelle im Urmelstadt am Meerkrankenhaus? Was ist eigentlich, wenn ich da Nein drücke? Habe ich noch nie gemacht, aber ich nehme sie einfach mal an. Ja, und damit sind wir im 4. Level und wie vor jedem neuen Level muss ich mir das dann auch erstmal wieder anschauen. Das können wir ja nochmal kurz zusammen machen, beziehungsweise noch den Text hier lesen. Arbeiten Sie daran, dass Ihre Patienten immer glücklich sind und behandeln Sie sie so effizient wie möglich. Reduzieren Sie die Ablebensfälle auf das absolute Minimum. Oh, das wird ja mit mir als Chefarzt nicht besonders einfach. Ihr Ruf steht auf dem Spiel, also stellen Sie sicher, dass Sie auf der Karriereleiter möglichst weit emporklettern. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen um das liebe Geld. Wenn Sie einen guten Ruf haben, kommt das dann ganz von alleine. Jetzt sind Sie auch in der Lage, Ihre Ärzte besser auszubilden und deren Fähigkeiten zu verbessern. Ihr Personal wird dann auch mit schwierigen Fällen fertig. Schrauben Sie Ihren Ruf auf mehr als 500. Genau, ich meinte eben übrigens den Fortbildungsraum, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob wir den hier schon haben. Genau, hier, Ausbildung, so heißt das hier. Da kann man dann quasi, ja, der Schulungsraum mit einem Berater kann dazu genutzt werden, andere Ärzte auszubilden. Da kann man quasi dann ja dafür sorgen, dass seine Ärzte eine bessere Elite bekommen. Wir können noch mal kurz schauen, den OP diesmal von Anfang an. Das hat auch einen Grund, weil ab der Folge wird es auch endlich mit was anderem Lustigen losgehen. Hatte ja schon angekündigt, oder nicht umsonst heißt das ja Theme Hospital with Friends oder mit Friends. Und die Friends werdet ihr dann sehen. Pharmatheke und die anderen Sachen, Entlüftung, die müssen wir alle wieder erforschen. Also keine Röntgenabteilung, kein Kardiogramm. Das wird wieder ein Spaß.
Ja, hier haben wir wieder mehrere Räume. Die werden wir dann auch effizient nutzen. Wie gesagt, jetzt schon der 1. Februar. Ich werde dann beim nächsten Mal das Ganze wieder neu starten und quasi von vorne anfangen. Deep Thought hat auch ein Konkurrenzkrankenhaus eröffnet. Also viel Konkurrenz werden wir haben im nächsten Level. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.